Hallo Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Zuallererst will ich mich bei euch bedanken. Danke für die zahlreichen Kommentare, Likes und Abonnenten auf das letzte Video, was ich letzte Woche Sonntag hochgeladen habe. Ihr habt mich vermisst. Ich habe euch auch sehr dolle vermisst. Und deswegen zeige ich euch heute ein paar Tricks und Kniffe und so weiter und so fort, wie man mit so einem deutschen Stück Ingenieurskunst, mit so einer Zündapp, oder mit einem anderen Moped, sage ich mal, weil die sind ja alle ähnlich, fährt, bremst, schalten und so weiter, alles tut. Dass ihr einfach mal wisst, wie man mit so einer Kiste umgeht. Und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mit diesem Video. Let's go! Sieht schon cool aus auf dem Schatten, ne? Auf jeden Fall, Leute, heute werde ich euch mal zeigen, wie man mit so einer Kiste fährt, was man beachten sollte. Weil es schauen mich bestimmt irgendwelche Leute an, die gerade vor der Entscheidung stehen, naja, soll ich diesen AM-Führerschein machen, ja oder nein? In Deutschland darfst du den, glaube ich, mit 15, je nachdem, in welchem Bundesland du lebst, machen. Und dann dürftest du auch theoretisch mit so einer Kiste fahren. Mit so einer Kiste lernst du, glaube ich, am einfachsten das Motorradfahren, das Schalten und so weiter und so fort. Und damit will ich euch einfach mal vielleicht die Angst nehmen oder einfach mal zeigen, wie es funktioniert, weil ich hatte am Anfang auch keine Ahnung. Ich habe mir auch YouTube-Videos damals reingezogen, wie man mit so einem Ding fährt. Und jetzt kann ich es einigermaßen. Ja, ab und zu verschalte ich mich trotzdem. Aber ja, Übung macht den Meister, sag ich mal. Bevor man mit so einer Kiste fährt, muss man sich vergewissern, okay, passt der Reifendruck. Er passt. Genauso hinten. Passt auch. So, genau. Und dann, was noch? Ja gut, wir müssen halt mal schauen, weil solche Kisten haben halt keine Tankanzeige. Ist genügend Sprit drin? Ja, bisschen ist drin. Reicht auf jeden Fall, um heute ein bisschen zu ballern. Genau, das ist schon mal die erste Sache, was man klären sollte oder mal anschauen sollte. Dann, was kann ich noch sagen? Ja, ich bin kein Fahrlehrer, aber das ist die Lampe, der Scheinwerfer, Kotflügel, der Motor, Auspuff, Gepäckträger, Sitzbank, Hinterreifen, Sozius Fußraste für, ja, keine Ahnung, vielleicht hat man ja mal irgendwann mal eine nette Bekanntschaft hier hinten und will die ja auf ein romantisches Date irgendwo wie hier am Waldrand mitnehmen und ja, deswegen passt es eigentlich. So, wichtigste ist, wie startet man so eine Kiste? Ist, denke ich mal, bei solchen alten Kisten relativ gleich. Hier ist der Schlüssel, den steckt man einmal rein und dreht den. Erste Position wäre einfach nur Licht und zweites komplett an. Dann haben wir hier den Kickstarter. Der ist ab und zu komplett immer so offen oder einklappbar wie bei mir. Dann müsst ihr auf jeden Fall beachten, okay, ist die Zündung an? Ja. Und hier ist der Benzinhahn. Den müsst ihr auf jeden Fall von zu auf aufmachen. Dann seht ihr, wie hier der Sprit reinläuft. Da blubbert es schon. Genau, und das heißt einfach jetzt mal richtig kräftig mit richtig Schmackes mal reinkicken. Hoffentlich geht die jetzt beim ersten Kick an. Jawohl. Perfekt. Und dann können wir eigentlich schon fast zum Step Nummer 2 rübergehen. Erstmal Vollgas geben. Genau, weil die Nachbarn müssen ja auch hören, dass ihr unterwegs seid. Ne? Safety first natürlich. Nein, Spaß, das auf jeden Fall nicht machen, wenn die Kiste komplett kalt ist. Ich bin ja jetzt von da hinten hierher gefahren. Deswegen kann ich auch sowas machen. Na, aber wir machen nochmal die Kiste aus. Und ganz wichtig, Benzinhahn zu. Ab und zu, wenn ich viel fahre, dann mache ich schon mal den Benzinhahn zu. Lass die noch so ein paar Sekunden laufen, dass der ganze restliche Sprit weggeht. Und dann mache ich die erst komplett aus. Dann haben wir hier die Schaltung. Ganz unten ist der erste Gang. Dann geht es neutral und dann halt, je nachdem wie viele Gänge man hat, 2, 3, 4. Ich habe jetzt nur 3 Gänge, deswegen muss ich nur zweimal hochschalten. Genau. So, hier, das ist die Kupplung. Die müsste man immer betätigen, wenn man den Schalthebel auch betätigt. Das heißt, drücken, runter, 1, dann kräftig hoch ist 2 und noch einmal hoch ist 3. Dann fährt man irgendwo an, keine Ahnung, die Ampel oder so. Runter, runter, neutral oder im ersten Gang. Und dann hat man das eigentlich auch schon drauf. Zudem muss man halt beachten,
Kupplung drücken. Und wenn man dann schaltet, muss man kurz mal Gas loslassen und dann wieder Gas geben. Und dann kann man auf jeden Fall schon fahren. Dann haben wir auf der anderen Seite noch hier die Vorderradbremse. Also natürlich in der Fahrschule sagt man, man bremst immer gleichzeitig. Das heißt, vorne und hier ist die Hinterradbremse. Aber ich sag mal, wenn du normal im Straßenverkehr fährst, reicht es vollkommen aus, wenn du mit der Vorderradbremse bremst, außer du musst halt, keine Ahnung, eine Gefahrenbremsung oder Vollbremsung machen, dann definitiv mit beiden. Oder willst halt einfach mal kurz vor deinen Jungs irgendwie voll cool ankommen, kommst hier angeschürt, drückst Hinterradbremse, driftest ein bisschen, haut sich hier in die Hecke rein, sieht auch cool aus. Ja, ansonsten kann ich auch nicht viel mehr zeigen von der Kiste, weil einfache Technik von damals, und mit so einer Kiste kannst du auf jeden Fall dich langsam rantasten mit dem Schalten, mit dem Verkehr, wie das da so abläuft. Und die ganzen harten Jungs, diese Rocker, Chopper und so weiter, ne, die haben aber bestimmt auch mit so einer Kiste angefangen. Kann ja sein, dass du auch in ein paar Jahren so ein Rocker, Chopper, Bobber, Fahrer bist und so weiter. Aber die alle haben damit bestimmt auch angefangen. Ja. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir mal die Kiste an. Und dann zeige ich euch mal, wie man so anfährt. Ne? So, Kiste ist an. Und ganz wichtig, das Moped ist aktuell rollbar. Das heißt, es ist im neutralen Gang. Dann klappe ich immer den Kickstarter so zu, drücke die Kupplung. Habe auch noch die Bremse hier, dass ich einfach nicht runterrolle, weil hier geht ein bisschen bergab. Und dann drücke ich einmal runter, kräftig. Ja, das ist der erste Gang. Und jetzt hört man, der Motor läuft ein bisschen anders da. Wenn ich jetzt ganz langsam die Kupplung loslasse, merkt ihr, wie das Moped anfängt zu rollen. Und dabei müsst ihr ein bisschen Gas geben. Hoppa. Und dann läuft die Kiste. Und jetzt Kupplung. Oh. Und hochziehen. Und dann seid ihr im zweiten Gang. Perfekt. Und so geht es halt dann immer hoch, hoch, hoch. Und dann wieder runter, runter, runter. Jetzt geht bremse ich ein bisschen. Ne? Vorderradbremse. Kupplung. Und runter bin ich im ersten Gang. So, und jetzt will ich komplett stehen bleiben. Kupplung. Einmal kurz hoch, bin im neutralen Gang. Jetzt rollt die Kiste ganz normal. Weil wenn ich das nicht mache oder ganz schnell loslasse, ja, dann passiert sowas. Abgewürgt. Das heißt, wieder anmachen die Kiste. Jetzt hier einmal drehen. Rückwärtsgang haben wir leider nicht. Aber mit der Kiste geht es ja nicht zu wenden. Das heißt wieder Kupplung, erster Gang. Jetzt merkt ihr, die Kiste, ich mache gar nichts, die rollt schon. Jetzt langsam loslassen, bisschen Gas geben. Dann läuft's. Und jetzt Gas loslassen, Beispiel. Kupplung und in den zweiten. Da habe ich es halt nur verlangsamt gemacht. Aber theoretisch geht es. Na, 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 na. Aua, aua, aua. Geile Kiste einfach. Und schalten. Hey, ich war am Anfang echt skeptisch, ob ich das hinbekomme. Mit diesem ganzen da loslassen, hier drücken, da und so weiter. Aber irgendwie hat es dann irgendwann Klick gemacht im Kopf und seitdem kann ich es auch. Natürlich verschalte ich mich immer noch, weil ich einfach zu selten mit so einer Kiste fahre. Ja, und dann gibt es halt natürlich auch so High-End-Dinger, wo man umgedreht schaltet. Das heißt, ganz oben ist der erste Gang und dann schaltet man runter und so weiter mit der Fußbewegung. Aber das müsst ihr auf jeden Fall nicht wissen. Oder halt auch ohne Kupplung, diese Short-Shifter oder wie die heißen. Genau, und dann ganz wichtig, wenn ihr es abstellt, immer Benzinhahn zumachen und aufbocken. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der Nummer sicher und vergesst den Schlüssel nicht. Der Schlüssel, ja, das, ja, gut, kannst du auch mit dem Schraubenzieher halt anmachen, aber das war ja damals nicht so, da haben die noch nicht so viel gedacht. Genau. Was mich nur ein bisschen aufregt, ist die Position zwischen hier, dem Fuß und dem Schalter. Weil bei den neuen Mopeds kannst du eigentlich immer nur so machen, so zack, zack,
zack, und dann oder runter. Und hier musst du richtig gefühlt so einen Schritt machen nach vorne, so bam, und zurück musst du so und dann zack, zack, runter. Ne? Aber man gewöhnt sich daran und dann flutscht das auch, so wie manche andere Dinge im Leben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Like und einem Abo. Schreibt unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber ich, ja, seit Jahren mache ich eigentlich immer dasselbe. Und es funktioniert, die Kiste läuft immer noch. Genau. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst es mich wissen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Let's go!